Ich glaube, dass autobiografische Anklänge insofern sind, ich bin eine Frau, ich habe Kinder und die habe ich eben zum Teil, nicht nur, aber auch zum Teil allein großgezogen. Ich lebe in einer Stadt wie München. Und ich glaube, das sind schon, also da ergeben sich zwangsläufig Gemeinsamkeiten. Der Druck, den man verspürt, dass man funktionieren muss, dass man kann nicht einfach mal sagen, ich habe jetzt mal eine Depression, die Kinder müssen jetzt mal sehen, wo sie bleiben. Das geht einfach nicht. Man muss powern, man muss sich zusammenreißen. Das ist schon, glaube ich, etwas. Ich glaube, auch mit Ellen habe ich natürlich Dinge gemeinsam. So wie, glaube ich, alle Menschen Dinge gemeinsam haben. Es ist jetzt gar nicht so speziell, aber natürlich denke ich auch wie Ellen darüber nach, was kommt noch, was mache ich noch, wie war mein Leben, soll ich noch versuchen, was dran zu ändern, all das. Das sind auch Gemeinsamkeiten, die ich mit der Figur habe.